Die Mauer war gefallen 1989 und infolgedessen in den Folgejahren sollte ein neues, geeintes Deutschland entstehen. Freiheit, Wohlstand und Demokratie für alle Deutschen, nicht nur für die Deutschen der Bundesrepublik oder nicht nur für die Bundesbürger. Doch bald, ich der Freude, der Euphorie, die Ernüchterung, Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, aber auch Zukunftsängste holten die Menschen ein. Deutschland vereinigt, aber doch gespalten, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich. Zeitzeugen erinnern sich an die Wende, an ihre Euphorie, aber auch an die harten Veränderungen, die sich in den direkten Wendejahren ergeben haben und an die Entwicklungen danach. Wie entwickelte sich die Vereinigung in Ost und West und wie gestaltete sich dies im alltäglichen Leben? Darum soll es jetzt gehen, nämlich in dem Buch von Freya Klier, Wir sind ein Volk, Ausrufezeichen oder Fragezeichen, die Deutschen und die deutsche Einheit, relativ neu erschienen im Herder Verlag. Kurz zu Freya. Ja, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, das sich jetzt um die historischen Ereignisse und Entwicklungen von vor 30 Jahren oder vor 30 Jahren, zumindest aus Sicht von einigen Zeitzeugen, beschäftigt. Kurz zu Freya Klier. Freya Klier wurde 1950 in Dresden geboren, ist Schauspielerin, Autorin, Theaterregisseurin, Dokumentarfilmerin und Bürgerrechtlerin, war 1980 Mitbegründerin der DDR-Bürgerrechtsbewegung. 1968 erfolgte die erstmalige und 1988 die erneute Verhaftung und dann verbunden mit der Ausbürgerung nach Westdeutschland in die Bundesrepublik, in die damalige BRD. Und sie hat verschiedene Auszeichnungen bekommen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz 2012 und den Franz Werfel Menschenrechtspreis 2000. Komme ich jetzt einmal kurz zum Inhalt des Buches. Das Buch ist in drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil mit dem Titel Das Ausatmen beginnt, kommen unter anderem zu Wort Heidi Bolay, Andreas Dürr, Doris Liebermann und andere. Schwerpunkt ist vor allem die Zeit vor dem Mauerbau, die Sehnsuchtsorte in Thüringen, an der bayerisch-thüringischen Grenze, also an der damaligen deutsch-deutschen Grenze, wie der Mauerbau erlebt wurde 1961, wie man davor und danach, also davor, so vor Mauerbau, eigentlich problemlos rüber konnte in den 40er, Anfang der 50er Jahre und wie der Zeitzeuge, ich schaue gerade mal, wie der heißt, Augenblick, wie Jörg Bernhard Bilke das quasi wahrgenommen hat und wie er das nach der Wende wieder aufgenommen hat, nach dem Fall der Mauer. Gleichzeitig wird auch speziell im Grenzgebiet und in der Situation nach dem Mauerfall, aber auch es gibt auch Ausschilderungen der Probleme eines Lehrers, der die DDR, wie mit ihm in der DDR als Ausreisebilligen, wie es ihm als ausreisewilligen Lehrer in der DDR ergangen ist, wie er plötzlich nicht mehr Kinder unterrichten durfte und sich ja von den Kindern fernhalten durfte und jetzt noch ein paar banale Arbeiten hat machen müssen. Also gleichzeitig wird auch die Kindheit, Jugend, aber auch die Ausbildung in Oppositionskreisen oder in eher oppositionell angehauchten DDR-Kreisen in der DDR geschildert. Im zweiten Teil, mit dem Titel Erstes Kennenlernen, kommen unter anderem zu Wort Peter Tauber, Wolfgang Thierse, Gesine Keller und andere. Es wird erzählt, wie spannend die ersten Eindrücke in der DDR waren, vor allem für Jugendliche aus dem Grenzgebiet, wie die sich gegenseitig beschnuppert haben und geschaut haben, hey, wie
lebt ihr denn so, was macht ihr denn so, wie sehen eure Innenstädte aus, das macht Peter Tauber. Gleichzeitig wird auch berichtet, zum Beispiel, wie sich der Lebenswandel vor allem im Arbeitsbereich, im Job fortsetzt und wahrgenommen wird und gestaltet wurde, auch wahrgenommen wurde. Ebenso wird erzählt, oder darüber hinaus wird erzählt, wie der Zustand der DDR, aber auch wie zerstritten die DDR-Bürger nach dem Mauerfall waren, wie es zukünftig denn weitergehen sollte. Also Wiedervereinigung mit der BRD nach Artikel 23 Grundgesetz, oder wie sollte eine mögliche Wiedervereinigung fortgesetzt werden, oder sollte es einen demokratischen Sozialismus geben? Die Ereignisse sind bekannt. Die DDR trat dem Geltungsbereich des Grundgesetzes bei. Viele Bürger haben auch gesagt, kommt die D-Mark nicht hierher, gehen wir zu ihr, und kommt sie her, dann bleiben wir. Also nach dem Motto, kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir, kommt sie her, dann bleiben wir. Und das hat dann eigentlich die Wiedervereinigung, würde ich nochmal sagen, zementiert. Im dritten Teil kommen mit dem Titel Teilung überwinden, heißt Teilen lernen, kommen unter anderem Norbert F. Pölz zu Wort, Norbert Lammert, der ehemalige Bundestagspräsident, auch Rainer Kunze und viele mehr. Themen sind unter anderem die Treuhandanstalt als Sündenbock für die Misere, die wirtschaftliche Misere oftmals, das Leben am Zonenrand in Westdeutschland oder auch in Ostdeutschland, das Leben als Afrodeutsche in Berlin, in Westberlin, wie es wahrgenommen wurde, und dann auch zur Wendezeit mit einem Besuch, plötzlichen Besuch, mit einem plötzlich neuen Besuch des Ostens in Berlin, nicht nur in Ostberlin, sondern auch über Ostberlin hinaus, und wie das dann wahrgenommen wurde. Ebenso geht es darum, wie die Wende selber, also die Wendezeit in Westberlin erlebt wurde. Es wird auch erzählt, wie der 3. Oktober 1990 erzählt wird, ebenso wie es wurde sozusagen auch nochmal über den 3. Oktober erzählt, wie der 1990 erlebt wurde, und Norbert Lammert macht in seiner, sage ich jetzt mal, typischen Art so einen historischen Rundumschlag über die deutsche Vereinigung, der Wiedervereinigung, und so einen nimmt quasi auch nochmal in weiteren, in größeren historischen Kontext im Kapitel auf und macht das auch eine für ihn, würde ich sagen, soweit ich ihn kenne, erlebt habe, bei Reden im Bundestag auch einen historischen Rundumschlag, und ordnet dies halt die Wiedervereinigung auch ein. Ja, komme ich jetzt mal zum Fazit des Buches. Es ist ein Buch, das die Gefühle, Sorgen, vor allem die Veränderungen in den persönlichen Biografien beleuchtet, wie sich die Vereinigung in Ost und West entwickelt hat und wie sie sich auf das alltägliche Leben ausgewirkt hat und auswirkte. Es sind viele Beiträge von hochkarätigen Menschen und Politikern, Personen des öffentlichen Lebens, unter anderem zum Beispiel wie Peter Tauber, Wolfgang Thierse, Norbert Lammert, Norbert F. Pötzl, Doris Liebermann, Heidi Boley und anderen, die von ihren Eindrücken erzählen. Ich habe schon einige Bücher gelesen, auch von Zeitzeugen zur Wendezeit. Und ich muss sagen, ja, also es war spannend, und ich habe es gerne gelesen. Ich habe es, ich glaube, in 2 oder 3 Tagen gelesen. Und genau, das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich freue mich jetzt hier auf euer Feedback. Ich habe das Video, wenn alles klappt, außerhalb der Reihe quasi am 3. Oktober veröffentlicht und hochgeladen, und wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag, denke ich, nochmal wieder. Nicht nur denke ich, sondern definitiv, das weiß ich.
Ansonsten ja, wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende, einen schönen restlichen 3. Oktober, der jetzt leider heute auf einen Samstag fällt. Gut, ist dann so, aber genau. Ich sag tschüss, bis dann, haut rein, wir sehen uns nächste Woche, Freitag wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao!